Sehr geehrte anwesende Landtagsabgeordnete, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Landrat, lieber Herr Präsident Spoon, sehr geehrter Herr Professor Liebeskind, lieber Herr Dr. Meyer-Guckel, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, das Reformprojekt Leuphana schreitet, wie wir an diesem Gebäude sehen können, voran. Viele meiner Vorredner haben auch schon was zum Bauprojekt gesagt. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, mal darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich heute auch noch was ganz anderes feiern könnten, nämlich das 10-jährige Bestehen der Fusion der Universität Lüneburg mit der Fachhochschule Nordostniedersachsen, die nämlich genau zum 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Für das Gelingen dieses Reformprozesses, und ich glaube, an diesem Gelingen wird keiner von uns hier im Saal zweifeln, möchte ich Ihnen, Herrn Spoon, und allen denen, die daran mit viel Engagement, Frustrationstoleranz und vielleicht auch Widerstand oder aushalten können von Kritik mitgemacht haben, bei dieser Gelegenheit ganz herzlich danken. Als Reformhochschule. Als Reformhochschule, denn eine solche ist die Leuphana, die in vielen Bereichen neue Wege beschreitet, hat sich die Leuphana längst über die Grenzen Niedersachsens und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht. Ob es die Verankerung der Idee der Nachhaltigkeit im Leitbild der Universität ist, ob es die transdisziplinären Forschungsansätze sind, ob es das deutschlandweit einmalige Studienmodell ist, zu Recht wird diese Hochschule immer wieder ausgezeichnet. Denn sie beschreitet zukunftsweisende Wege hin zu einer Wissenschaft, die Forschung und Lehre an den großen Herausforderungen unserer Gesellschaft ausrichtet. Neue Wege beschritten werden auch mit dem fast 100 Millionen Euro schweren EU-Großprojekt, in das der Bau dieses Zentralgebäudes ja eingebettet ist und in das die Region große Hoffnung setzt, weil sie sich langfristig ökonomische Effekte erhofft. Und das wiederholt ausgezeichnete Gründungsklima an der Leuphana, finde ich, unterstreicht die Berechtigung der Erwartungen in der Region. Ein zentrales Element des Großprojektes ist die Idee eines Campuskonzeptes, in dessen Zentrum dieses Zentralgebäude stehen soll. Und der Geniestreich war zweifelsohne, dass es Ihnen, Herr Spoon, und Ihnen, Herrn Keller, gelungen ist, den großen Architekten Daniel Liebeskind für dieses Projekt zu gewinnen. Damit hat die Hochschule einen international renommierten Architekten an ihrer Seite, der die Idee des Gegengewichts zu der übrigen baulichen Struktur des Campus auf eine eindrucksvolle Weise umgesetzt hat. Und jeder, der eben die kurze Ansprache von Herrn Liebeskind gehört hat, glaube ich, hat verstanden, warum seine Gebäude funktionieren, warum sie attraktiv sind und warum man sich gerne in ihnen aufhält. Und ich hoffe, das wird auch in diesem Zentralgebäude hier aufgehen. Sehr geehrter Herr Liebeskind, es ist Ihnen zweifelsohne gelungen, dem Campus ein im wahrsten Sinne des Wortes sichtbares und einmaliges Profil zu verschaffen, das diese Hochschule, aber sicher auch Stadt und Region aufwerten wird. Der Bau selbst, Herr Meyer-Guckel hat ja eben schon darauf hingewiesen, war von mancher Turbulenz und Kritik begleitet. Uns als Landesregierung mussten vor allem die deutlich gestiegenen Kosten des Vorhabens, die Unwägbarkeiten im Finanzierungskonzept und die Verzögerungen im Baufortschritt Sorgen bereiten. In dieser Situation, finde ich, nach wie vor war es unumgänglich, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen, um zu klären, ob der Bau nach den ursprünglichen Plänen fertiggestellt werden kann. Und die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist zum Glück so ausgefallen, dass sie diese Frage klar bejaht hat. Und ich bin sehr froh und möchte mich an dieser Stelle auch ausdrücklich beim Finanzausschuss des Landtages dafür bedanken,
dass alle Fraktionen des Landtages dem Votum meines Ministeriums, diesen Bau nach den ursprünglichen Plänen fertigzustellen, tatsächlich auch gefolgt sind. Öffentliche Bauprojekte dieser Komplexität und Größenordnung, und das bestätigt sich Land auf, Land ab, immer wieder mit deutlich spektakuläreren Ausmaßen, können nur dann erfolgreich zu Ende gebracht werden, wenn mit einem Höchstmaß an Transparenz gearbeitet wird. Denn nur so hält man, ich sag mal flapsig, die Verbündeten, die man braucht, bei der Stange. Wer Steuergelder ausgibt, muss offenlegen, was ein Projekt kosten wird und wo die Risiken liegen. Schön reden und schön rechnen nutzt da wenig. Erst dank einer ehrlichen Bestandsaufnahme haben wir jetzt die Chance, finde ich, dieses ambitionierte Bauvorhaben im vorgegebenen Rahmen fertigzustellen, auch wenn dafür zum jetzigen Zeitraum noch niemand wirklich wird garantieren können. Die Zeit bleibt kritisch, die Kosten bleiben kritisch, die Auflagen für europäische Mittel sind und bleiben hoch. Aber am Ende gilt das alte deutsche Sprichwort: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich finde, wir haben mit der Einrichtung eines Beirates zur Unterstützung des Stiftungsrates, der weiterhin vorhandenen Beteiligung des MWKs und der Oberfinanzdirektion an den Steuerungsrunden und der gemeinsamen Entscheidung zur Einsetzung einer externen Projektsteuerung wichtige Stützen eingezogen, um Risiken zu minimieren. Also, Sie haben sicherlich als Bauherrin noch die ein oder andere Klippe zu umschiffen, aber seien Sie sich der Unterstützung meines Ministeriums auch in Zukunft gewiss. Bleibt mir also nur noch, Ihnen viel Glück und alles Gute für den weiteren Verlauf des Baus zu wünschen, insbesondere, dass die Arbeiten gut und vor allen Dingen störungs- und unfallfrei vorangehen. Und dann können wir hoffentlich pünktlich im Januar 2017 die Eröffnung des neuen Zentralgebäudes feiern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.